Hi, ich bin Jan David von Hello HQ und heute zeige ich euch, wie ihr mit euren Leistungen in Hello HQ perfekt einen Leistungskatalog anlegen könnt, sodass ihr super einfach Belege wie Angebote, Rechnungen und so weiter schreiben könnt. Gucken wir uns das doch einmal gemeinsam in der Software an. In Hello HQ habt ihr im Admin-Bereich den Reiter Leistung. Grundsätzlich funktioniert es so, dass ihr hier Kategorien oder Ordner habt, in denen ihr verschiedene Leistungen hinterlegen könnt. Unten habt ihr die Möglichkeit, neue Kategorien hinzuzufügen, sodass ihr das genauso aufbauen könnt, wie es für euch am besten passt. Dann könnt ihr innerhalb dieser Kategorien neue Leistungen hinzufügen. Wenn ihr das tut, bekommt ihr die Leistungsdetails. Hier habt ihr dann Möglichkeiten wie einen Namen zu definieren, Beschreibung und so weiter. Das alles geht pro eingestellter Sprache in eurem Hello HQ. Natürlich könnt ihr die jeweiligen Elemente auch noch einmal formatieren und entsprechend anpassen. Zu jeder Leistung könnt ihr dann auch Preise hinterlegen. Das macht ihr hier oben über den Bearbeiten-Button. Dort könnt ihr ein oder mehrere Preise pro Leistung hinterlegen und jeder Preis bekommt auch eine Bezeichnung. Grundsätzlich lege ich hier auch Menge, Preis und Kosten für die Kalkulation später fest, also zum Beispiel die kalkulatorischen Kosten. Ich kann hier meine Einheiten definieren, Preise festlegen und so weiter. Eigentlich fast alle Felder entsprechend pflegen, die es auch später gibt. Sollten Felder bei euch nicht angezeigt werden, könnt ihr über das Auge hier ganz einfach weitere Felder ein- und ausblenden, je nachdem, was ihr hier sehen wollt. Auch ganz wichtig, ihr könnt hier Preise Tarifen zuweisen. Tarife stellt ihr in den Belegeinstellungen ein. Und mehr dazu erfahrt ihr im Video Belegeinstellungen, das ihr euch natürlich auch angucken solltet. Insofern lege ich meine Preise für meine verschiedenen Leistungen an. Solltet ihr Hello HQ schon länger benutzen und die alten Artikel, diese werden nämlich durch die Leistung ersetzt, benutzen, könnt ihr einfach hier unten den Button Artikel von Hello HQ 1.9 importieren drücken und eure bisherigen Artikel werden einfach in Leistungen umgewandelt. Aber es gibt auch weitere neue coole Funktionen rund um die Leistungen in Hello HQ, nämlich Leistungspakete. Hier könnt ihr verschiedene Leistungen in ein Paket zusammenschnüren und das dann gesammelt auf eure Belege, zum Beispiel Angebote oder Rechnungen ziehen. Auch hier kann ich mir wieder Kategorien, also Ordner anlegen und darin meine Leistungspakete gruppieren. Ich möchte jetzt zum Beispiel ein neues Leistungspaket anlegen und nenne das Website und SEO. Innerhalb dieses Pakets kann ich jetzt meine Leistungen vordefinieren. Das heißt, ich wähle meine Leistung aus, die ich haben möchte. In diesem Fall möchte ich zum Beispiel Entwicklung, Design, Support und Betreuung haben und aus dem SEO-Bereich SEO-Betreuung und Projektmanagement. Ich könnte hier noch auswählen, welchen Preis ich haben möchte, falls mehrere Preise hinterlegt sind. Und dann einfach die entsprechenden Leistungen zu meinem Leistungspaket hinzufügen. Natürlich kann ich jetzt auch schon mal Mengen anpassen, damit ich meine Standardpakete vordefinieren kann. So unterlege zum Beispiel schon mal Werte für Design, Entwicklung. Bei Support und Betreuung ist pauschal, deswegen muss ich nichts tun. Und sagen wir nochmal 5 Stunden Projektmanagement. Um mein Angebot besser zu strukturieren später, kann ich jetzt auch einfach Positionen anklicken und schon einmal vorgruppieren hier unten. Das ist zum Beispiel meine Gruppe Website. Dann brauche ich noch die zweite Gruppe und das wird dann die Gruppe SEO. Das geht bis zu 3 Ebenen tief und ich könnte sogar Positionen innerhalb einer Gruppe verstecken und sie nur zu kalkulatorischen Zwecken benutzen. Das mache ich, indem ich die Gruppe anklicke und sage Position verbergen. Wenn ich das tue, erscheint ein kleines Auge daneben und diese Positionen sind später für den Kunden nicht mehr sichtbar auf dem PDF. Das heißt, ihr könnt sie benutzen, um zu kalkulieren, um eure Projekte zu planen, aber müsst dem Kunden nicht alles zwangsweise zeigen. Eine sehr coole Funktion. Am Ende speichere ich mein Leistungspaket einfach noch und kann es jetzt in meinen Belegen benutzen. Zu guter Letzt haben wir hier noch den Bereich Textfelder. Das ist dafür da, damit ich zum Beispiel in meinen Angeboten, Rechnungen und anderen Belegen mir Texte vorbereiten kann und auf Standardtexte immer wieder zurückgreifen kann. Auch hier kann ich mir Ordner anlegen, die kann ich frei benennen, wie ihr das möchtet, und dann meine Textfelder anlegen. Ein Textfeld hat zum einen einen Titel und zum anderen natürlich den Inhalt, den Text, den ihr reinladet. Wenn ihr das Ganze markiert, habt ihr hier auch die Möglichkeit, auf Platzhalter zurückzugreifen, welche dann später im Beleg automatisch ausgefüllt werden. Grundsätzlich lassen sich diese eigenen alle Dinge pro Firma, die ihr in eurem Hello HQ habt, einstellen. Und das sind unsere neuen Leistungen, Leistungspakete und Textfelder. Wir hoffen, dass Hello HQ damit für euch noch cooler und noch produktiver wird und habt viel Spaß mit dem neuen Hello HQ 2.0 Finanzprozess.